So, ich bin's wieder einmal. Ich mache heute wieder einmal ein kleines Türchen. Ich bin in Dornach, wir gehen zu der Ruine Torneck. Nachher gehen wir hinten rauf auf den Gempenturm. Wir gehen wieder hinten runter, kommen nachher hier hinten runter durch den Waldtor wieder ab. Sie ist nicht so weit, sie sind 6,8 Kilometer. Und ja, mal schauen, was uns hier heute alles erwartet. Das sieht man auch, wie die Sonne langsam kommt. Jetzt haben wir gerade 8 Uhr am Morgen. Es ist sicher zu empfehlen, dass man die Strecke morgen früh macht, weil man so viele Leute hat. Gerade mit den Hunden. Es ist sicher besser, wenn man das alleine machen kann. Zeitpunkt perfekt. Die Sonne kommt und die Ruine wird gerade in die Sonne bestrahlt. Wunderschön. Ich könnte es nicht besser bereichen. So richtig goldig. Wir haben die Ruine erreicht. Es ist eine sehr grosse Ruine. Es war früher mal eine grosse Burg. Dort hinten sieht man die zwei Rosttürme, die zwei höchsten Berge. Berge. Ja, es ist schon fast ein bisschen Berg, es ist nämlich auch eine Spitze. Gerade dort direkt hinter dem Mocho. Es sind zwei Rosttürme, die zwei höchsten Gebäude in der Schweiz. Und jetzt machen wir ein paar Aufnahmen von hier. Jetzt gehen wir weiter. Schön mit Sonne. Oben Gempenturm. Und immer haben wir auch schön die Aussicht der Region Basel. Unten Dornach, Rheinach, Arlesheim. Hinten da ist Spital Bruderholz. Der Klotz dort auf dem Hügel. Industrie Basel, hinten von Gesen und wir gehen jetzt rauf auf den Gempenturm. Und jetzt gab mir immer einen Hunger. Wieso ich das? Bin ich so schön? Ja genau, sagen Sie nur. Okay. Wahrscheinlich ein Mountainbike-Schutz. Wahrscheinlich nicht der erste, der hier das Loch ab ist. Und man hat mir gedacht, sicherheitshalber zwei Steine hin tun. Darf man auch nicht zu dick sein. So, man sieht, hat Hünger schnell an die Leine genommen. Dann gehen wir gerade rauf zum Restaurant, Gempenturm, und den Baum selber sieht man hier hinter den Bäumen.
wenn ihr da rauf wollt, macht das am Morgen früh. Weil dann habt ihr euch in Ruhe, könnt es geniessen und kann sogar noch den Turm rauf, ganz allein, was ich jetzt nicht mache. Dann kommt der Turm, wo man schon von weitem sieht. Und da haben wir Bergbeiz Campendurm. Im Moment natürlich noch nicht los. Alles noch zu im Moment. Im Moment Takeaway noch wegen Corona. Da sind wir schön den Campendurm. Und wunderschön, wie man hier über die Region sieht. Schon so Frühling spüren. Die haben wir Ende Februar. In einer Woche haben wir 20 Grad Kälte gehabt, jetzt Minusgrad gehabt, sind wir noch im Schnee gewesen. So schnell ist man schon wieder weg vom Turm. Jetzt machen wir hier oben schnell ein paar Fötterchen. Komm, ab, sitzt, geht rauf. Twister, komm, sitzt. Sitzen. Twister, komm, gang rauf. Ab. Gang, ab. Sitzen. Sitz. Twist, sitz. Twister, Twister, sitze. Pepsi, hopp, hopp, sitze. Ja, supi. Jetzt mal sitzt der Mocho noch. Mo, Mocho, sitz. Sitz. Fein. Und sie war noch. Oh nein, du bleibst da. Das ist gut, super. Das Palmwandel durch. Ab und zu geht es sehr steil, sehr felsig. Also man muss sicher treffsicher sein.